Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Staffel von Call of War. Es gibt immer noch neue Events jeden Tag und diesmal gibt es den Sturm und Drang Event. Habe ich noch nie gespielt, deswegen wollte ich das gerne mal ausprobieren. Wie ihr seht, läuft das in zehnfacher Geschwindigkeit und endet auch bereits nach 3 Tagen. Mindestens wird Rang Level 11 benötigt, ansonsten keine Friedensperiode, natürlich nicht, es soll ja direkt Action geben. Und damit treten wir auch bei. So, wo wollen wir denn starten? Lass uns mal so gucken, was hier gibt es hier so Neues. Ich glaube, Russland wäre gar nicht mal so schlecht. Das ist kein spielbares Land, da auch nicht. Das heißt, da hätten wir einen einzigen Gegner an der Grenze. Deswegen nehme ich mal Russland. So, dann legen wir gleich mal los hier. Die Männer direkt mal nach Süden schicken. Da ist ja keine Gefahr an der Ostflanke, da kann ja niemand uns angreifen. Gucken wir mal kurz. Nationenfarben, Nationenfarben habe ich schon drin. Okay. Ja. Okay, das ist eine KI auf jeden Fall, das auch. Und hier ist ein Spieler, das heißt, wir werden nur diesen Spieler hier als Gegner haben. Das heißt, wir können alles schon in Richtung Westen schicken. So ein bisschen die Truppchen verteilen, damit wir uns einigermaßen verteidigen können und wenn wir in Stellung sind auch auch angreifen können. Hier erstmal Flugzeug schon mal und Jäger, also eine Jäger schon mal kreisen lassen und alle People erstmal nach Süden schicken. An der Grenze zu der KI brauchen wir ja keine Verteidigung. Dann schicke ich mal hier gleich einen Panzerwagen auch einmal nach Süden. Der ist in knapp einer Stunde da. Gucken wir auf die Rohstoffbörse, was gibt's hier? Gibt es irgendwas Günstiges? Dann können wir gleich mal ein bisschen was kaufen. Da hier noch ein bisschen Öl und dann noch ein bisschen Stahl und was gibt es hier, so ein bisschen Getreide und Waren auch natürlich. Alles was günstig ist, gleich mal aufkaufen und dann natürlich teurer verkaufen, ja, das ist doch meine Taktik immer. Und gehen wir gleich mal in die Forschung hier, bisschen Infanterie und Panzerwagen, yes baby. Wir sind auch gleich fertig, in 3 Minuten schon. Ja, die 10-fache Geschwindigkeit macht natürlich schon was aus. Vor allem bei diesen riesen Provinzen von Russland ist es natürlich schon erheblich, da sind erhebliche Stecken zurückzulegen. Normalerweise würden die 400 Minuten brauchen, jetzt brauchen die 40 Minuten, also die wären normalerweise 8 Stunden unterwegs von der Provinz aus da hinten. Aber mit 10-facher Geschwindigkeit lässt sich das aushalten. So, was ist mit der KI hier? Den muss ich gleich mal hier gemeinsame Spionage geben. Das muss ich gleich noch an allen anderen KIs auch noch machen. Gut, dann fangen wir gleich mal an hier. Sorry, wenn ich das hier euch ein bisschen langweilig ist, wie ich den KIs hier gemeinsame Spionage gebe, aber das ist essentiell, um eine gute Beziehung zu den KIs zu haben und eventuell auch Wegerecht oder gemeinsame Karte zu kriegen. Und vor allem, damit die einen nicht angreifen, wenn wir hier Kriege an die an die Spieler. Ich greife eigentlich selten KIs an, nur wenn ich gerade nichts anderes angreifen kann, beziehungsweise wenn es einigermaßen sicher ist. Aber ich greife normalerweise immer lieber Spieler erstmal an, damit die aus dem Spiel rausgenommen werden und ich mich vergrößern kann. Und deswegen mit den KIs kann man das ja ganz gut machen mit der gemeinsamen Spionage. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar nicht alle gemacht hier. Haben immer 89% und 93% Beliebtheit. Ich habe aber gar nicht alle gemacht, aber das mache ich jetzt gleich noch. Wir haben noch 2 Stunden 16 Minuten bis zum nächsten Tag. Wie gesagt, es läuft ja in 10-facher Geschwindigkeit. Die Karte ist aber gerade auch erst eröffnet. Wir sind hier, wann sind wir beigetreten? Dort hier um 19.03 Uhr. Und wie ihr seht, sind schon ein paar Spieler auch direkt danach auch reingejoint. Hier Libyen, Frankreich, Italien sind auch kurz ein paar Sekunden oder Minuten nach uns direkt reingekommen. In Russland ist Gott sei Dank noch keiner. In Amerika ist schon komplett besetzt. Okay, was ist hier so alles los? Jetzt kommen halt natürlich immer mehr Spieler rein. Deswegen bin ich gespannt, was sich hier noch so entwickelt. Ich habe schon mal mit Arabien mal gespielt da unten. Das ist, wobei hier ist die Karte anders als in Supremacy, wie ich sehe. Hier gibt es auch Großrumänien und die Konstellation ist hier natürlich anders im Zweiten Weltkrieg als im Ersten Weltkrieg, das so war. Es gibt auch kein Osmanisches Reich, sondern es gibt hier direkt Türkei schon und auch die Ukraine und ja, das wird spannend sein, wenn hier noch die Spieler reinjoinen, hier Rumänien, Ukraine, Polen, vor allem kommunistisch Russland, dann wird es auf jeden Fall spannend.
Die KI hier, okay. Ja, und Finnland ist ja auch noch da, ne? Wobei, ja, Finnland ist tatsächlich, glaube ich, eine Spielernation, genau. Und, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Gibt es schon eine Koalition scheinbar aus zwei Amerikanern, deswegen heißt ja auch USA. Okay, so. Die erste Forschung ist schon abgeschlossen. Da seht ihr, wie schnell es geht hier, ne, auf der Karte. Geht hier wirklich ratzfatz. Machen wir gleich mal weiter hier. Artillerie und die Abfangjäger. Und das sind die wichtigsten Forschungen für mich für den ersten Tag. Und, oh, wie ich gerade gesehen habe, Schlachtflugzeuge gibt es auch schon zu erforschen. Und hier können wir dann direkt mal ein paar. Ja, was brauche ich denn hier? Geschützgießerei, weil dann haben die kürzere Wege zum Gegner. Und hier bauen wir, würde ich mal sagen, eine Baracke. Dann habt ihr auch, weil die sind ja auch Fußtruppen, die sind auch ein bisschen langsamer unterwegs. Und da hinten können wir tatsächlich vielleicht hier die Flugzeuge bauen, oder? Was, warte mal, hier in Archangelsk. Oh ja, hier können wir eine Marinebasis bauen. Das ist ja hier direkt am Meer gelegen. Endlich mal können wir eine Marinebasis mal ausprobieren. 3 Minuten 19, das ist echt fantastisch. hier können wir vielleicht ein Panzerwerk bauen, weiß ich noch nicht. Ja, mal Panzerwerk. Und dann können wir hier eventuell dann die Flugzeuge bauen. Genau, machen wir mal. Ja, so, jetzt bewegen sich unsere People schon mal alle in die Richtung. Wenn die fertig sind, dann können wir auch Industrien bauen. Und natürlich auch Einheiten produzieren schon mal in der Zwischenzeit. Und da die Forschung auch recht schnell geht, mit 10-facher Geschwindigkeit ist natürlich wunderbar, weil da können wir umso schneller die nächsten Sachen schon mal produzieren. Und zwar die Flugzeuge und die Artis und so weiter. Jetzt warte ich erstmal, bis die Artis fertig sind, damit ich da gleich loslegen kann. Oh, jetzt ist ein Spieler dahin, kommunistisch Russland, Level 49. Und der hat noch ja, eine recht bescheidene Statistik. Wenig Kill-Death-Rate und auch 76 Spiele noch keinen einzigen Sieg gemacht. Ja, dann schauen wir mal, was da so passiert. Also der bleibt auf jeden Fall ein Fokus für uns, ja, den möchte ich auf jeden Fall gerne angreifen. Hier, der Spieler hat auch keine gute Kill-Death-Rate, 10 Spiele beigetreten. Okay, dann ist der kommt er für uns in Polen jetzt auch nicht in Frage. Die Türkei, der hat schon mehr Erfahrung. Der hat auch schon ein paar Spiele gewonnen, 25 Spiele, 4 Siege und er hat eine gute Kill-Death-Rate. Also der ist gut dabei. Der könnte für uns für eine Koalition in Frage kommen. Ja, und was ist mit Finnland? Da ist noch keiner, das ist eine KI, oder? Das ist immer noch eine KI, oder es bleibt vielleicht sogar eine KI. Hier, Rumänien, gibt es einen Spieler, Level 90, okay. Auch einige Spiele gewonnen und ja, eine bescheidene Kill-Death-Rate, aber hat schon von 19 Spielen immerhin 7 gewonnen, ja. Also, aber keine gute Kill-Death-Rate. Und der Schwede hier, oh wow, der hat natürlich, der ist Level 141. Und ja, der hat auf jeden Fall eine gute Statistik und auch eine super Kill-Death-Rate. Also, wenn, dann würde man bei dem vielleicht anfragen, ob der vielleicht mit uns zusammenspielen will. Schreiben wir dir gleich mal was hier. Sehr geehrter, ja, Premier Minister. Was haltet ihr von einer Zusammenarbeit, nein, Arbeit? Und ja, ich habe mich hier jetzt ein bisschen vertippt, sorry, meine Tastatur spinnt ein bisschen gerade. Okay, muss ich alles ein bisschen korrigieren, damit es ein bisschen sinnvoll ist und nicht, dass er denkt, dass ich vom Handy spiele. Ach, jetzt habe ich ein X drin gehabt. Egal, ist jetzt nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres, der wird schon verstehen, was wir meinen. Wir sind jetzt inzwischen Level 52 geworden und ja, haben natürlich noch keine Kills hier auf der Karte. Ist alles noch 0-0, weil wir gerade das losgelegt haben. Und wir können ja mal kurz unseren Profil mal anschauen hier. Wenn der Server mal mitmacht, ah, okay, ja. Wir haben 7 Spiele, 3 Koalitionssiege, die anderen Spiele laufen ja gerade noch. Die anderen 3 Spiele, sagen wir mal so, eins haben wir ja am Anfang verloren, haben eine ganz gute Kill-Death-Rate. Am Anfang haben wir ja eine, wo das Spiel ganz neu war, haben wir eine Runde verloren, weil wir dem Spiel nie beitreten konnten. Habe ich euch, glaube ich, schon mal an anderer Stelle schon mal erzählt, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. So, in Wolokta können wir gleich mal was in Bau geben. Die Baracke ist fertig. Gleich mal eine Infanterie.
Und hier können wir gleich mal ein Geschütz. Nee, ach so, das ist ja noch ein, ist noch nicht erforscht. Aber hier können wir vielleicht schon mal ein. Was, wie lange dauert das noch? 10 Minuten dauern die, okay, Arti und so weiter. Aber hier können wir schon mal einen Panzerwagen im Bau geben, ne? Ist auch in 18 Minuten bereits fertig. Super. So muss das laufen. Das macht schon Spaß, in so einer Geschwindigkeit zu spielen. Allerdings ist es auch ein bisschen chaotisch. Da haben wir schon mal Flugzeugwerke, aber können wir noch nichts bauen. Und Seeeinheiten haben wir auch noch nicht erforscht. Da muss man auch irgendwas in der Richtung auch was machen. Ja, mal schauen, was wir als nächstes erforschen nach der Arti und nach den Flugzeugen. Und ja, hier können wir tatsächlich. Das dauert 11 Minuten, die Infanterie. Perfekt. Und in Gorki werden wir direkt eine Arti bauen, sobald die ready ist. Sobald die fertig gebaut ist, ne? Ja, schauen wir mal. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und danke schon mal fürs Zuschauen. Macht Daumen nach oben oder ein Abo, wenn ihr Lust habt. Und bis dann. Ciao.